Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Ikaros. Wir bauen weiter. Wir haben jetzt letztes Jahr unsere Mini Glashaus gebaut. Ich habe es noch nicht viel weiter gebaut, aber man sieht mit der Boost Stamina, warum leuchtet die? Warum auch immer. Wird nicht verderben. Warum? Ist egal. Es ist so. Ja, also wir wollen ja auf jeden Fall, dass das weitermacht. Nicht, dass ich das jetzt rausnehme. Das kann man neu sieden, aber nur so anscheinend. Okay. Anscheinend wirklich neu. Kann man die so pflücken, die Beeren? Ah, das sind ja... Okay. Was ist jetzt, wenn ich das nehme und da reingib? Das ist bepflanzt. Ja, das... Warum ich das anpflanzt habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab's halt gemacht. Weil es halt geht. Kaffee. Da weiß ich, warum ich ihn anpflanzt habe. Aha, okay. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt hier. Und wenn wir es ernten, wollen wir ja natürlich nicht, damit das jetzt kaputt geht. Jetzt werden wir sich nämlich einen Kühlschrank bauen. Das wird ein kürzerer Part, bin ein bisschen im Stress. Ich habe nämlich noch ein anderes Spiel, die Demo von Forever Skies. Ist schon durch, schaut sich an. Müsste jetzt schon online sein, wenn ihr das seht. Beide Parts von der Extended Demo. Die Vorbereitung und den Abflug. Und hier möchte ich jetzt nur geschwind einen Kühlschrank aufstellen und das verkabeln. Das dauert jetzt wieder seine Zeit alles. Und dann, ja, schauen wir weiter. So, wir brauchen mal 40 Aluminiumblöcke. Okay, nö, korrekt. Wir fangen das anders an. Hier ist der Kühlschrank. So, wir brauchen 20 mal elektronische Geräte. Das ist nämlich das Schwierige. So, für 20 mal das brauchen wir 20 Goldbahn. Hammer. So, passt. 20 Goldbahn, check. Das wären dann Kupfer. 20 wären 60. Oder? Ja, 20. 10 brauchen 30, 20. Okay, ja, 60 Kupferbahn ist jetzt nicht so tragisch, aber auch wieder lässig. Der Kupferverbrauch steigt gerade ins Unermessliche. Wirklich, ich kann es ja gerne sagen. Ich hätte es nie geglaubt, aber ich... So viel Kupfer, wie ich immer gehabt habe, aber ich gehe ständig Kupfer holen. Das ist ja, also teilweise frage ich mich, das lassen wir auch da drin. Teilweise frage ich mich schon, wie das so sein kann, dass ich so viel Kupfer brauche. Probieren wir das mal. Ich bin so ein Vollhonk. Ja. Und wenn man noch ein Kupfer, wenn man da auch. So. Kupfer incoming, dann die organischen Harz 2, also in dem Fall 40. Holz 40. Holz. Super, übrigens, wenn, könntest du mir das in den Kommentaren schreiben, wenn euch das stört, dass ja dann doch viel gecraftet ist oder so, dann sagt es, dann schneide ich das mal. Aber es besteht das Spiel halt viel aus Craften, aber ich denke mal halt, ich rede nebenbei, können wir ja auch, quatsch mal eine Runde, warum nicht? Hatte ich noch welche? Das war unnötig. Epoxid, mein Lieblingsteil. Habe ich 40 davon. Was mehr ist, habe ich.
Okay. Ja, dann brauchen wir Baumharz. Nein. Toll. Das reißt jetzt raus. War es uns auch wollen. Wenn auch nicht selten. So, dann haben wir das Epoxid hier. Ja, von einem haben wir natürlich viel zu viel jetzt. Was macht das denn? 60 von dieser Kupferbahn. 20. 40. Tut sich an, wenn es regnet. Haben wir noch Kupfer drin? Nee. Ah. So, und wie viel kriegen wir hin? Was macht hier den Lärm? Denken wir, es regnet. War auch nicht gesehen, wie ich da unten rausfinde. Ne, da regnet es auch nicht. Cool. So. Haben wir das? Wir haben gecraftet. 20 von dem. Gut, dann 40 Aluminium. Das ist so eine elendige Ding, was eh selten was wir was braucht. 12 Schrauben ist ein schlechter Witz. Ich habe gar nichts mehr. Konsumieren wir mal das und das und das und das. So, looks good. Was haben wir jetzt noch? 8-mal Carbonfaser, das habe ich nicht mehr. Das habe ich 2-mal. So, jetzt kommen wir das Ding. Wo habe ich das mal her gehabt? Carbonfaser. Ah ja. Das war die hier. Epoxid. Ist das, wir machen da gleich ein bisschen mehr. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Und noch ein bisschen mehr von dem hier. Jetzt brauchen wir wieder Holz. Ey, Leute, wenn sich das nicht so zahndet. Aber, wie gesagt, mein neuer Holz-Skill ist ja absolut cool. Danke nochmal dem YouTube-Kommentator, der das mir erzählt hat. Ich wusste das wirklich nicht.
Und habe ihn jetzt aber auch nicht gleich geskillt, wie man gesehen hat. Aber jetzt, wo ich ihn habe, wird sich derjenige auch denken, gerade wenn man das Video sieht. Ja, wenn man es mal hat, will man es nicht mehr hergeben. Ja, das ist korrekt. Der restliche Baum. Aber. Das ist geil. Sagt, ich bin gerade unschlüssig. Ich würde am liebsten jetzt gleich noch ein Spiel nachher dann beginnen, nach dem hier. Ja, das Problem an der Sache ist halt einfach nur. Das brauchen wir nicht. Das Problem ist halt nur, ich will nicht wieder zu viel gleichzeitig anfangen, aber ich glaube, ich werde deppert. Ich habe letztes wieder geschaut, was spielen wir, bevor der Nikaros Gott sei Dank released ist hier. Und fahren wir so, ja, das und das und das. Und zwar bekommen jetzt da drei gleichzeitig, während ich Icarus eh schon spiele, die Demo von Forever Skies. Dann will ich Foundry wieder weiterspielen. Dann würde ich gern Astro Colony probieren. Astro Colony, das schaut echt gut aus. Das Land of the Vikings heute erschien. Das Astro-Zeug gestern und irgendwas ist, glaube ich, am 17. oder 11. November kommt noch was. Es wird lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Das erschießt gar nichts und dann kommt alles gleichzeitig. Also jetzt wird es wirklich schon. Ja. Da frage ich mich dann echt schon, ob mich das Ding irgendwie verarschen würde oder so. Irgendwas will mich sicher verarschen, ich weiß das. Wieso wie verarschen, du Fisch? Mach mal. Oh mein Gott. Und nochmal. Und gleich Epoxy noch hinten. Zack, zack. Aber schön schnell geht's wenigstens, ne? Kann man nichts sagen. Composite-Paste könnten wir dann auch mal eine herstellen. Platin? Gold? Ganz sicher nicht. Einmal kommt es darüber zu lang. So. Gehen wir das Brenner. Was ist da? Könnten wir eigentlich einmal weggeben, den Ofen eigentlich auch. Dann kommt wenigstens keiner auf die Idee. Ich. Und das sind wir das so falsch reinzulegen. Aber gut, wie weit sind wir mit unserem Kühlschrank? 8 von denen fehlen noch, sehr schön. 2 haben wir. 4 haben wir. 5. Halbzeit. Sechs. Sieben. Hoppla. Acht. Autsch. Ein Wahnsinn, was man für den Kühlschrank braucht. Ich meine, in Wirklichkeit braucht man noch viel mehr für den Kühlschrank. Aber hier in dem Game, meine ich, ist es schon hart. Ist wirklich hart. Ich kann es gar nicht sagen. Was mir ähnlich hart ist, gerade einfällt. So. Kühlschrank. Platzieren wir den mal hier. Wir werden hier eine Essensecke und so machen. Ziehen einfach mal da an der Wand jetzt.
Darf ein Monats in 440 Sekunden. Darf ein Monats in 440 Sekunden. Kabel! Kabel, Kabel. Und nicht der Anbieter. We need Strom. Das ist jetzt für... Das hängen wir an das Lichtteil. Du bist ja Licht, oder? Gleich direkt anhängen? Ernsthaft? Geht sogar mit den 500. 4000! Naja, bitte! Vor allem, weil von den Stacks ja immer nur erst eines angebaut durch Schürfer. Toll. Hikaros produziert ungefähr 0,003% der Wassermelonen der Menschheit. Modifier 600. Ja, und Kaffee kann man da ja, auch reinhauen, eh wurscht. Die Lilie auch, wir haben ein bisschen. Okay, man kann anscheinend nur Sachen reinhauen, die auch verderben können. Andererseits gut. Ah, ist jetzt wurscht. Ist jetzt schlecht. Ja. Wo bin ich denn das hingehaut? Das. Churros! Falls das wer kennt. Die Pinguine aus Madagaskar haben letztens Churros gegessen und eine riesen Blubberblase verursacht, die die Erde die Gezeiten beeinflusst hat. Unabsichtlich. Skipper wollte es nicht wahrhaben. Das war dann trotzdem so. So, haben wir das alles da rein? Mal ab nach oben. Ja, das hat der geschluckt. Das auch. Das wächst schon wieder. Schon wieder bald soweit fertig. Das auch. Da ist nichts mehr drin, so wie es ausschaut. Da ist Kaffee drin. Hm. Eins fehlt mir wirklich. Nö. Ich habe keinen Plan, für was ich dann eigentlich mehr brauche. Und nehme eine Wassermelone mehr mit. So, angepflanzt. Ich bleibe es darin, kann mir nichts passieren. Noch ein Dünger. Jetzt sehe langsam jetzt, wie es pfeifen da gerne einen Dünger rein. Vollgas. Sonderle! Also, der Kühlschrank. Wenn er Strom denn hat, dann, was bringt der? Wir haben statt 370 Sekunden 4000 Sekunden. Also, das ist mehr als Faktor 10, was das Zeug länger hält, was dann schon verdammt lang ist. Vor allem muss man auch immer denken, dass ja von den Stacks immer nur das oberste verfault. Solange man nicht nur eins hat, ist das eigentlich gar nicht mal so eine Riesentragik dann. Ich habe mit Nahkampfwaffen, das ist ganz neu. Das tun wir da mal weg. Das ist nämlich irgendwie blöd vom Stat her. 500 irgendwas. Oh, 5000 irgendwas. Cool. Gefällt mir.
So, dann haben wir wieder was. Ich schaue auch aus dem Kühlschrank. Ist aber keiner. So, dann haben wir jetzt wieder was geschafft, oder? Wäre das nächste, was wir jetzt da bauen müssten, sage ich ganz ehrlich, wäre jetzt da, erstmal die Küchenfläche. Mal ein bisschen was kochen können. Kanonenofen, Küchenfläche. Küchenfläche, der mich mehr interessiert. Kanonenofen stelle ich dann daneben hin. Aber wie bei jeder Hausplanung sollte man vorhin halt schon drüber nachdenken, was man wo dann haben will. Es wäre die Möglichkeit vorhanden, dass man das dann vielleicht braucht. Ich sage 4. Ja, Rang 1 hat nicht viel mit Ofen am Hut. Rang 2. Sieht schon besser aus. Kochstelle. Butchering Bench. Kanonenofen. Cooking Basic Meals. It's okay. It's alright. Die Küchenfläche, die würde mich mal mehr interessieren. Machen wir eine Küchenfläche nochmal geschwind. Juros, mitkommen. So, Küchenfläche. Hier. 8 Eisenbahn, 20 Epoxid. Ach Gott. Verdammt. Wisst ihr, es ist so leicht zum Herstellen eigentlich. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen, einfach mal ewig und 3 Tage lang dieses geschissene Scheißklumpert hier herzustellen. Da mal unendlich viel von dem dämlichen Epoxid zu machen, einfach. Ich kann das nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin steppert dafür. Das ist so easy zum Herstellen. Okay, tschau. Tot. Das werden wir da, aber die Composite-Paste werden wir da aber auch herstellen. Wenn wir da schon dabei sind. Und nicht die Paste, das Verbundmaterial. Danke. Ja, wisst ihr, in der Nacht ist das irgendwie immer schon ein bisschen bedrohlich, das Ganze. Na, jetzt hat er wieder so viel Ruhe, okay, ist schlecht. Das ist doch so eine Scheiße, so eine Depperte. Das geht mir wirklich am Sack. Warum macht er, nur weil er keinen Platz mehr hat, nicht einfach weiter? Wenn ich es rausräume wieder. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Muss ich hier rausgehen, oder? Ja, glaube ich auch. Und jetzt geht's rund. Paar haben wir noch. Gleich. Was brennt hier? Das ist mein letztes Schwaffe. Was brennt hier unten? Das habe ich ein bisschen drüber schon gesehen letztes Mal. Das ist irgendwas packt da durch. So, meine Epoxid. Kupfern und Eisenbahn. Kupfer. Nägel. Eisenbahn. Eine Kiste.
Kupfernägel. So, jetzt aber. Da, 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 Küchenzeug. Küchenblock. Kann der irgendwas? Vier Nägel. Er braucht nur vier Nägel. Vier Nägel und 24 Stahlbahn. Das waren jetzt aber Kupfernägel, ne? Ja, na, holen muss ich das noch. Nehmen wir damit rüber. Lassen wir gleich da drüben. Stahlbahn, gibt es die noch oder habe ich die schon verbraucht? Zwei. Oh, scheiße. Gibt es nicht mehr. Gut, das lässt sich aber hinkriegen. Kohleerz und Eisen oder die Bahn. Kohleerz nehmen. Nehmen wir es. Erz. Erz, Erz, Kohle. Da fehlt aber noch etwas an Eisen. So. Tut. Okay. Und die zwei Sachen können wir mal rausnehmen. So. So, was kann. Was muss einrasten? Muss wohin? Wir könnten hier schon überlegen. So, wenn wir hier rauf gehen, machen wir. Ich würde hier eine Kochzeile. Ich würde die Kochzeile ja irgendwie hierher machen, ehrlich gesagt. Weil hier die Tür rauf ist. Dass man da rauf kommt und hier. So mitten im Raum, so wie es die Amis haben, so habe ich das immer gern. Hätte ich das immer gern gehabt. Dann machen wir das hierher. Vorne ist hier das Bettchen. Couch und Fernseher, was noch soll ich dann noch hinstellen. Können sie ja mal einfach wo hinstellen, ist ja wurscht. Brotteig. Eingelegte Karotte ist cool. Ist wirklich cool. Alte und geteilte Erfahrung. Da haben wir einen Kühlschrank an der Wand hier. Und hier die Kochzeile hier. Brauche ich hier noch ein paar Dinge. Stellt der da gerade her. Das. Mach was. Warte mal, braucht der ein Verbund jetzt gerade so lang? Sind das Minuten oder was? Na, was wird das jetzt gerade? Vielleicht hätte man sagen, Alter. Mein Leben nimmt manchmal wirklich sehr abnormal. Naja, gut. Soll so sein. Und mal kurz pennen, dass es nicht immer so insta-rig da ist. Ja, und könnt ihr das nächste Mal weitermachen? Und dann gleich rübergeben. So, das wäre dann jetzt hier der Ofen. Den stellen wir in die Mitte rein. Das ist eine Küchenfläche. Da gibt es doch noch was, so eine Anrichte, ähnliches Teil, oder? Und das ist cool. Dass es nicht viel braucht, finde ich gut. Finde ich wirklich gut.
Das ist ein Holztisch, ein Sessel, brauchen wir noch Möbel dann. Ja, da können wir dann Möbel machen. Keine Holzkiste von innen bereichen, Holzschrank brauchen wir auch nicht. Brauche ich nur ein normales Holz für noch ein paar von denen. Dann machen wir mal. Okay, das dauert jetzt hier ein bisschen. Komm schon, komm schon, komm schon! Braucht man da 24, 22, was war das? 24, dann brauchen wir dann noch 22. Haben wir gleich. Ja, dann wäre es natürlich cool, wenn wir noch für den Innenbereich noch so die Arbeitsfläche ein bisschen erweitern könnten mit dem da. Aber ich glaube, das ist jetzt sicher auf meine Epoxid dann schon. Na gut, das hätten wir noch. Das war 20. Ja, na schauen wir mal, warte mal. Schauen wir uns mal so. So, 22, gleich haben wir es. Eins. Komm schon, komm schon. Come on over, baby. Du 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 du. Ja, ich kann noch was machen. Und zwar nicht. Aber eins. Für die verlängerte Küchenzeile. Für den Mann von heute. Hm? Ja, schon cool das. Wenn wir aber das wieder weggeben. Ich meine, dann machen wir den Ofen daher. Tun das wieder weg. Hä? Jetzt bin ich. Warte, nochmal. Kann der Ofen? Das ist ja geil. Das Zeug kann alles nur neben der Küchenfläche da stehen. Sehr cool. Seit wann? Oder warum? Warum trifft es, glaube ich, noch besser? Die blaue. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. So, also müsste ich mehr ungefähr hier mittig. Machen wir so her, so ist. So, dann pfeifen wir gleich mal den Ofen daneben hin. Arbeitsflächen. Braucht man einer. Der braucht Treibstoff, Obst, Kuchen, Fleisch, Paste, Speck. Oh, Fisch, Tiefel, Brotteig. Brotteig und Ding, nur Brotteig. Holzkohle. Was, ich kann da verdorbenes Fleisch machen und dadurch die anrichten dann das Ganze. Dann mache ich den Brotteig, dann mache ich das normale Gebäck. Okay, und das ist nur ein Lager zwecks. Warum? Was soll ich das machen? So, haben wir das immer hier. So, dann könnte man noch einen Kanonenofen daneben hinstellen. Noch eine Küchenablage. Wenn alles drin ist, was die Küche braucht. Bärenkonfitüre. Das ist auch cool. Okay, gibt es bei Tier 4 auch noch irgendwas vom Kochen, Essen oder sonstiges? Nö, jetzt nicht. So, dann haben wir hier unsere Küchenzeile. Das schaut ja schon mal nicht schlecht aus, finde ich, oder? Blöd ist, wenn mein Kühlschrank jetzt da fährt und das ist wurscht, das muss weg dann.
Und ich frage mich aber nur, für was brauche ich den Kaffee jetzt dann eigentlich? Oder wo kriege ich das her, wo ich das Rezept für einen Kaffee habe? Das muss ich ja noch irgendwo. Ist das im Kanonenofen drin oder? Der ist ja auch wo. Ah, eine normale Kochstelle wird das sein. Werkbank, die holen wir noch. Wir überziehen schon wieder, ich weiß ja. Also über die halbe Stunde, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Kochstelle: Fasern, Stock, Stein, Eisenbahn. Fasern, Stock. Ja, ja, ist okay. Falsch da. Kochstelle, schau mal, ob das mehr kann. Wenn das gleich viel kann, baue ich es wieder ab. Brauche ich es nicht. Dann mache ich meine Küchenzeile anderwertig fertig. Nein? Das Teil kann mehr. Wrong key, my friend. Wenn wir das hier machen, so. Muss ich mal so ran. Ja, so gleich nochmal. Dann wirkt noch ein bisschen rustikaler. So Indianer-Style mäßig. So, also. Das meiste, was da drin ist, ich habe es kurz unterbrechen müssen, ist eigentlich jetzt da wieder nichts. Sehe ich gerade. Wieder nichts, was irgendwas mit dem Ding zu tun hat. Was kriege ich das Kaffeezeug her? Was ist denn, wenn ich das jetzt da reingebe, so? Ah, der produziert nur das Tierfett draus. So. Zum Zehenfleisch kann ich zweimal rohes Fleisch machen. Cool. Okay, gut, das brauchen wir jetzt ja auch nicht, ne? Das ist jetzt ja auch nicht so wichtig jetzt alles. Gut. Okay. Dann haben wir das ja alles soweit fertig. Ein bisschen etwas überzogen haben wir wieder. Mich würde wirklich interessieren, jetzt noch der Kanon. Ach, komm, stell mal auf. Ich wurscht. Jetzt haben wir schon überzogen, jetzt können wir es noch mehr überziehen auch. Jetzt ist schon egal. So, was war das noch? 40 Eisenbahn, 7 Eisenbahn noch und ein bisschen Epoxid. So, zum Eisenbahn. Ein bisschen Epoxid. Ein bisschen viel Epoxid, aber macht nichts. So. Kanonenofen herstellen. Und jetzt sollte man eigentlich wirklich alles haben, was man irgendwie fürs Kochen brauchen können. Kanonenofen. Sie wird auch noch herstellen. Hier sind wir daran. War ein schöner Ofen da als Abschluss. Wie gesagt, wir können sie ja noch umstellen. So. Was kannst du Tolles? Soja. Okay, ich raff's nicht. Das ist schon wieder nichts mit Kaffee. Was mache ich mit dem? Samen einer Kaffeepflanze, ja, und? Ich meine, ich bin eigentlich fertig mit dem Party. Ich wundere mich nur nicht, ne? Gerade, dass ich mit dem Kaffee machen soll. Das ist wirklich gerade mein Hauptproblem eigentlich. Ja, das ist ja so geil. Es ist damals schon nicht gegangen. Man muss einmal ablegen zuerst dazwischen.
besser. Sonst geht das nämlich nicht. Was man drauf drin. Wobei wir es eigentlich wieder rausnehmen können, weil der Anbau des Samen ist eh weg. Und es kommen ja oben drüber eh wieder welche. Holla. Warum ist Wasser aus? Licht ist auch aus. Ich glaube, da ist ein Ding ausgefallen. Ja, der hier. Gehen wir so. Jetzt hat das auch wieder was zum Tun hier. Moment mal. So. So. Mach. Gut. Ja, das mit dem Kaffee finde ich noch raus. Find soweit jetzt so total cool eigentlich, dass wir jetzt eigentlich so ziemlich alles hergestellt haben, was irgendwie mit Ding zu tun hat. Warte nur kurz das nochmal. Was mit Essen zu tun hat. Was ich halt nicht verstehe gerade, ist halt wirklich. Na? Was ich halt jetzt nicht verstehe, ist, wo ich jetzt Kaffee machen kann. Wenn das wer weiß, schreibt es in die Kommentare. Es würde mich interessieren, was baue ich Kaffee an, wenn ich nirgends Kaffee machen kann. So, aber die Küchenzeile schaut gut aus. Das war's jetzt. Also, nach einem langen Überziehen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber like, comment. Nichts vergessen, meine Freunde. Bis dann und